Heute will ich euch die neue Version des Rainbow LE und das Tabtent Double Rainbow LE im Detail vorstellen und euch drei Dinge erklären. Einerseits, warum ist es seit vielen Jahren mein Lieblingszelt? Warum halte ich es für das beste Zelt? Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen der Ein-Personen-Variante und der Zwei-Personen-Variante? Und was würde ich wann empfehlen? Und welche Verbesserungen gibt es jetzt bei der brandneuen 2025er Version, die ich jetzt hier auf der linken Seite erst seit 2 Wochen selber habe und schon getestet habe? Ja, ihr seht schon einen Unterschied, sieht man von außen. Das Zelt ist 4 Jahre alt. Da sieht man, das DCF hat auf jeden Fall schon eine andere Farbe. Und das ist wirklich ganz, ganz frisch jetzt, wie gerade schon gesagt, neu gebaut. Ja, und was ist das Tabtent Rainbow für ein Zelt? Warum finde ich das so gut? Einerseits haben wir natürlich hier mit der DCF-Variante ein extremes Leichtgewicht. Das gibt es auch als Silpoli-Variante für alle, die ungefähr die Hälfte am Preis sparen wollen. Ich suche immer das Beste und Leichteste, deswegen habe ich hier die LI, die Lithium-Varianten, die DCF-Varianten. Und da liegen wir jetzt bei dem ganz neuen Rainbow LI für eine Person bei 660 Gramm. Für das Außenzelt und das Innenzelt. Denn da drin versteckt sich ein Innenzelt, was aber starr mit dem Außenzelt verbunden ist. Das heißt, wir haben hier kein doppelwandiges Zelt, sondern nur an den Rändern einen Fliegenschutz, sodass das wirklich eine Mischung aus Tab und Zelt ist und deswegen auch der Name Tabtent. Ja, dann hat man im Prinzip nicht nur ein reines Trekking-Pole-Zelt, die sind teilweise noch ein bisschen leichter, wie so ein Dursten X mit 1 Pro, da spart man sich nochmal 200 Gramm etwa. Sondern wir haben hier diese Carbonstange, die so 120 Gramm wiegt. Die steckt man also hier komplett durch diese Schlaufe durch. Die geht einmal rum und deswegen sieht es auch aus wie ein Regenbogen. Und man hat dadurch einerseits eine große Kopffreiheit. Das heißt, die Zelte sind für eine Person wirklich sehr luxuriös. Auch schon die Ein-Personen-Variante, die Zwei-Personen-Variante, mit der ich halt immer unterwegs bin, ist für eine Person wirklich ein riesengroßer Palast. Wir haben also hier auch noch dann die Querstange, die so rüber geht und dafür auch noch mehr Platz sorgt. Und das, was mich am meisten überzeugt, ich möchte beim Ultralight-Tracking natürlich sehr effizient sein. Und deswegen suche ich immer nach Wege, meine Tracking-Poles beim Zelt zu integrieren. Das ist normal nur dann bei Pyramidenzelten möglich, bei denen man dann den Stock benutzt, um das Zelt wirklich aufzuspannen. Hier ist es aber so, dass ich die Stöcke, ihr seht schon hier unten und hier auf der Seite, benutzen kann, um das Zelt freistehend zu machen. Semi-freistehend, denn wie ihr seht, habe ich hier noch 2 Heringe, die ich benutze, um im Prinzip die Vestibules auseinander zu machen. Die sind aber optional. Das heißt, ich bin sehr viel auf deutschen Flusssteigen zum Beispiel unterwegs, wie dem Rheinsteig, dem Moselsteig oder auch in Gebieten, wo es Tracking-Camps gibt, wie dem Schwarzwald, dem Sauerland und anderen Gebieten. Und da ist es wirklich essentiell, dass ich die Möglichkeit habe, meine Zelte dann auf Holz aufzubauen, zum Beispiel in Schutzhütten, um mich da wirklich an Regeln zu halten. Und das ist mir besonders wichtig. Auch in den Bergen hat das große Vorteile. Ich spare mir dadurch im Prinzip auch Heringe ein. Das heißt, ich brauche keine 4 Heringe, brauche keine Angst, auch bei Sturm zu haben, dass diese Heringe rausgehen. Und ja, das ist gerade beim Thema Sturm. Ich habe das Double Rainbow LE wirklich schon in allen möglichen Bedingungen benutzt und nie hat es mich im Prinzip enttäuscht. Auf dem Kungsleden, das war das härteste 2021, da hatten wir so viel Sturm, dass ich tatsächlich die Vestibules, die sorgen natürlich auch hier für eine bessere Windbeschaffenheit, mit festen Steinen noch verankern musste, weil ich einfach zu kleine Heringe dabei hatte. Und die kleine, dünne Carbonstange von Easton, die gibt es bei manchen Tabtent-Zelten auch in einer größeren Variante, die sogenannte Cyclone Pole. Auf jeden Fall ist die kleine Variante auch so stabil, dass sie fast nicht bricht. Der Wind hat dann das Zelt so stark runtergedrückt, dass das Zelt schon fast auf einem drauf lag. Es ist aber nichts gebrochen und nach 1-2 Stunden waren die Sturmböen dann schon vorbei. Ja, mit den Trekkingstöcken hat man nicht das Problem, dass ein Hering wirklich aus dem Boden raus fallen kann. Ihr seht das hier schon, auf der einen Seite wird dieser Stock hier so reingesteckt in eine Schlaufe und auf der anderen Seite verbinde ich im Prinzip mit so einer kleinen Tasche diesen Stock hier. Und das hat mich eigentlich noch nie enttäuscht, wenn ich mir die Mühe gemacht habe und das wirklich festgezurrt habe. Und ich habe auch, wie schon gesagt, nie mehr als 2 Heringe maximal dabei und spare mir im Prinzip dadurch auch Gewicht ein. Ja, auch Christine Thürmer zum Beispiel sollte viel im Begriff sein. Sie verwendet das Tabtent Rainbow in der Silpoli-Variante schon seit vielen, vielen Jahren auf jeder Tour, egal wo auf der Welt und bis zum Nordkap teilweise. Und das zeigt schon, wie
sturmrobust auch diese Form hier ist. Und wenn man wirklich eine ganz schwere Nacht vor sich hat und man hat Trekking Poles dabei und man weiß vielleicht, man ist jetzt irgendwo unterwegs, vielleicht in Island oder so, wo es richtig extrem werden kann, dann wäre eine Möglichkeit, das Ganze noch sturmfester zu machen, dass man dann wirklich Heringe mitnimmt und ja, beim Double Rainbow Lee sogar beide Trekkingstücke benutzt, um die hier in das Vestibule reinzustecken. Und im Prinzip hier aufzustellen, wie bei einem Pyramidenzelt, sodass es genau hier gegendrückt. Und das kann ich hier auf beiden Seiten sogar machen. Optional durch dieses kleine Fenster hier eine Schnur vielleicht auch noch spannen. Mache ich aber selbst nicht. Und dann habe ich wirklich das Beste aus beiden Welten. Ich habe also hier die Stangen, die für die Konstruktion sorgen. Ich habe die Trekking Poles, die noch mehr Windrobustheit geben. Und beim Rainbow Lee, so mache ich das jetzt. Wenn ich wirklich eine schwere Tour vor mir habe, nehme ich zwei extra Heringe mit, damit ich einen Trekkingstock benutzen kann, um den hier aufzuspannen. Und dann habe ich quasi wie ja, ein Pyramidenzelt mit einem Pole. Und den anderen Trekkingstock, da drehe ich das Zelt im Prinzip so, dass es im Wind steht und dadurch auch die Gewährleistung mir gibt, dass das Zelt ja nicht aus dem Boden von den Heringen reißt. Und so denke ich, habe ich wirklich ein Vierjahreszeitenzelt, was mich bis jetzt noch nie enttäuscht hat und auch mit, ja, üblicher Schneelast zurechtkommt, die man in so einem normalen Gebrauch in Deutschland erwarten würde. Wenn wir uns das Freistehende mal anschauen hier beim Rainbow Lee 1, ziehe ich mal schnell die beiden Heringe raus. Und wenn man so ein Zelt pitcht, dann weiß man vielleicht gar nicht, ja, kann man da gerade gut liegen, wie ist der Boden. Und da hat man hier den Vorteil, dass ich das erstmal irgendwie pitchen kann. Und dann hebe ich es einfach hoch und schau mal, wie ich liegen kann, lieg vielleicht auch zur Probe, stell es dann anders hin und habe ich das Ganze jetzt in einem Plateau aufgebaut, auf einer Schutzhütte. Da kann ich hier nicht nur ein Vestibule wirklich hochrollen, sondern ich mach's mal, roll auch mal die andere Seite hoch. Man arbeitet hier übrigens mit Magneten, was ich auch immer sehr nett finde. Das heißt, nicht so nervig, dass man die Knöpfe hier reinstecken muss, sondern ich habe hier diese Magneten, kann das einfach befestigen, wenn man es richtig rum dran macht. Und auf der anderen Seite geht das im Prinzip genauso. Und schon habe ich ein Shelter, was komplett freistehend ist, was gut belüftet ist im Prinzip, dadurch, dass ich beide Seiten hoch machen kann. Auch eine Besonderheit bei den Tarpten Rainbows ist der sogenannte Porch Mode. Ich nenne es mal Terrassenmodus. Wenn ich das hier nochmal löse, dann seht ihr hier nochmal so eine kleine Extraschlaufe. Das heißt, hier könnte ich jetzt einen DCS-Stoff ausrollen, der sich genau hier zwischensetzt und an den beiden Enden mit zwei extra Trekking Poles zum Beispiel oder meine normalen, wenn ich dafür Heringe benutze, das Ganze so aufspannen. Das heißt, ich kann das Zelt auch dann offen im Regen stehen lassen, weil ich hier so ein kleines Vordach habe und kann dann wirklich sehr gemütlich da campen. Ich war viel mit Sebastian unterwegs im Double Rainbow LE und da haben wir das manchmal gemacht, dass wir dann, dass einer die Poles fürs Freistehende benutzt hat und der andere dann seine Poles für den Porch Mode. Mittlerweile, nach all den Jahren, habe ich das aber abgeschnitten, um dann nochmal, ich weiß nicht wie viel es sind, 10 Gramm ungefähr zu sparen. Ja, und je nachdem, wie ihr es aufbaut, also mit Heringen oder mit Trekkingstöcken, geht sehr, sehr schnell, denn man muss im Prinzip nur einerseits die beiden Heringe auf den Seiten reintun oder die Trekking Poles die Stange durchschieben, festklippen. Und da gibt es bei beiden Varianten, das ist auch bei den neuesten so geblieben, so kleine Taschen, die ich hier verwenden kann. Da schiebt man das einfach rein, zurrt das hier mit einem Band fest. Auf der anderen Seite macht man das Gleiche. Man steckt die Stange oben dran, die quer ist, zieht das an den beiden Poles hier fest und schon ist es eigentlich aufgebaut. Das geht fast so schnell wie bei einem normalen Pyramiden-Tracking-Pole-Zelt, würde ich sagen. Aber ja, ich habe das jetzt so viele Jahre gemacht, kann das mittlerweile eigentlich auch blind. Deswegen dauert es bei mir auf keinen Fall länger als 2 Minuten. Ja, die Unterschiede zur Ein-Personen-Variante und der Zwei-Personen-Variante. Ich habe jetzt auch wirklich, wie schon gesagt, die Zwei-Personen-Variante sehr häufig alleine benutzt. Und auf manchen Touren, jetzt gerade im Schleswig-Holstein-Steig, den ich gemacht habe, war ich da auch froh drum. Wenn es halt mal regnet und das Wetter sehr schlecht ist, da freut man sich doch schon über so ein großes Shelter. Das Rainbow Lee für eine Person, da gehen wir jetzt mal rein, ist sehr groß, würde ich sagen. Also es gibt deutlich kleinere Ein-Personen-Zelte. Gehe mal rein. So, jetzt steht es auch wieder stramm. Und ihr seht schon, ich habe hier eine sehr komfortable Wanne.
mach's auch mal zu. Und habe eine unglaubliche Kopffreiheit. Also ich bin 1,89 Meter und ihr seht schon, meine Füße haben hier noch 5 cm Platz. Vom Kopf her habe ich hier noch viel mehr Platz, als ich eigentlich bräuchte. Und das sorgt dafür, dass ich hier vernünftig drin liegen kann, hier vernünftig drin sitzen kann vor allem. Ich habe eine ganz große Kopffreiheit. Ich kann in meinem Vorzelt hier wunderbar kochen, wenn ich möchte. Und ich nehme meinen Rucksack zum Beispiel auch immer mit rein, lege den dann im Fußraum vielleicht, lege den als Kopfkissen hinten hin. Deswegen, ich finde es für eine Person wirklich auch ein Palast. Und eine andere Besonderheit ist auch noch bei dem Silpoli-Boden hier. Man hat die Aufhängung so ein bisschen verbessert, was einer der Kritikpunkte war, die ich jetzt vielleicht in den letzten Jahren bei dem zweiten Modell hatte, bei dem Double Rainbow. Das schauen wir uns gleich mal an. Die Aufhängung ist hier generell höher. Na, ihr seht schon hier diese Fliegengitter, die sind gut gespannt. Hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze aus meinem Zelt heraus jetzt noch straffer zu ziehen, wenn ich möchte. Na, kann das also straff ziehen, um dafür zu sorgen, dass hier kein Spritzwasser über den Boden kommt. Und das ist, würde ich sagen, in der neuesten Version 2025 jetzt schon ja ziemlich perfekt. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich hier noch anzumeckern hätte oder was ich mir anders wünschen würde. Wenn wir uns jetzt mal das andere im Vergleich anschauen, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich zwei Türen habe. Was für zwei Personen natürlich unerlässlich ist und für eine Person ein sehr, sehr großer Luxus ist. Denn ich kann auf der einen Seite meine Schuhe, meinen Kocher hinstellen, auf der anderen Seite vielleicht mein Pack, meinen Regenponcho. Ja, und das ist die Zwei-Personen-Variante. Also wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr, wie das hier auch aussieht. Hier habe ich noch ganz frischen Dreck auch aus der Alta Via gerade drin. Vorteil auch bei diesem Freistehen jetzt selten ist, man kann die sehr gut ausschütteln. Ich nehme das also hoch, mache hier alle Türen auf, halte das über meinem Kopf rüber und dann gehen im Prinzip alle Krümel, die hier so drin liegen, runter oder raus. Ja, und alleine, ihr seht schon, ist es einfach phänomenal. Ich habe so viel Platz hier, ich habe Kopffreiheit und ja, man fühlt sich wirklich wie in so einem richtigen Campingzelt. Und das hat mir sehr, sehr gut immer gefallen, weswegen ich auch bereit war, extra Gewicht zu bezahlen im Prinzip, denn das wiegt bei mir jetzt in meiner Konfiguration 750 Gramm ungefähr als doppelte Variante. Und im Vergleich zu der ja, Ein-Personen-Variante bin ich dann entweder nur 100 Gramm schwerer oder mit DCF-Boden, der 40 Gramm weniger wiegt in den alten Versionen, 150 Gramm im Prinzip schwerer. Ja, ein Unterschied ist auch noch, hier gibt's Taschen, die sind nicht ganz so praktisch. Die gehen hier noch von der Seite. Im anderen Modell gehen die nämlich mittlerweile von oben rein. Das finde ich besser, weil eigentlich sehr vieles rausfällt, was hier drin liegt. Ja, der Boden, das ist jetzt hier gerade als Beispiel sehr gut abgespannt. Der sieht hier so aus, aus DCF. Ich habe ja fast noch keine Löcher hier drin. Deswegen kann ich mich über den DCF-Boden jetzt eigentlich nicht beklagen. Aber wie gesagt, pitche ich sehr häufig auf Stein oder Holz, wo man da ja vielleicht sowieso nicht so viel Angst haben muss wie mitten im Wald irgendwie, wo man den Boden nicht sehr gut sehen kann. Ich hatte es halt schon mal, dass wenn man hier drin liegt und es sehr eng ist, dass das runtergedrückt wird, dass hier Wasser ein bisschen reinkommt. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich hier zufrieden, auch mit dieser alten Variante. Und der Vollständigkeit halber zeige ich auch nochmal die Tasche auf der Seite. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Ihr habt es vielleicht nebenbei schon gesehen, aber die gefällt mir hier auf jeden Fall besser. Die ist ein bisschen größer und hier fällt auf jeden Fall nichts raus, weil man da von oben etwas reintun kann. Ja, auf dem Papier bei der neuen Update-Version steht auch noch, dass die Reißverschlüsse verbessert sind. Das heißt, man hat hier einen Double-Zipper auf zwei Seiten. Ich kann das Zelt also zumachen, wie ich möchte, an welcher Stelle auch immer. Und ja, da muss ich jetzt die Frage jeder selber stellen. Ist ihm das wert, 150 Gramm, 200 Gramm vielleicht extra mitzunehmen, um dann so einen riesigen Palast zu haben? Oder reicht das Rainbow in der Ein-Personen-Variante? Ich finde mittlerweile, es reicht in der Ein-Personen-Variante. Und das Rainbow LE ist im Vergleich zu anderen Zwei-Personen-Zelten ausreichend breit, damit zwei Personen drin schlafen können, die beide eine weite Isomatte haben. Sebastian hat eine weite Matte, ich habe eine Regular Matte, beide in Mumienform. Wir legen uns dann im Prinzip ja
beider mit der Kopfposition auf der anderen Seite, sodass die Mumienform ineinander zahnt. Und das passt für uns eigentlich sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass es schmalere Zwei-Personen-Zelte auf jeden Fall gibt, wo das nicht so passt. Und ja, auch beim X-Mid zum Beispiel gibt es dann noch das X-Mid 2 Plus. Und bei Z-Pack gibt es auch noch eine breitere Variante. Das braucht man beim Double Rainbow nicht. Das ist von vornherein wirklich schon ein riesiges Zelt. Ja, ich werde in Zukunft jetzt bei all meinen Solo-Touren auf die Ein-Personen-Variante umsteigen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das mit dem Silpoli-Boden weiterverwenden werde oder vielleicht das ältere Modell nehme mit dem DCF-Boden und mir die 40 Gramm spare. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil das ist natürlich schon eine große Investition. Wir sprechen hier über 600, 700 Euro. Man kann die Sachen bei Tarptent direkt bestellen. In Deutschland gibt es bei Heikehaus zum Beispiel einen deutschen Reseller, der verkauft das Ganze ein bisschen teurer, weil natürlich Versand- und Einführgebühren dazukommen. Ich bestelle bei Tarptent direkt und mittlerweile läuft das über DHL. Und das Paket kommt in 4-5 Tagen bei mir an. Die Zollabfertigung kommt auch über DHL. Das heißt, man erteilt DHL eine Vollmacht und zahlt das Geld an DHL und DHL dann an den Zoll. Meistens ist das dann irgendwo am Flughafen. Und ihr müsst so 20% draufrechnen, natürlich auch den Wechselkurs berücksichtigen. Das heißt, in der Realität kostet das hier gerade 750 Euro und das ein bisschen mehr, dann 800, 850. Und das klappt für mich eigentlich ganz gut. Aufpassen, wenn man das dann zurückschicken will, muss man dann natürlich bei der Retoure aufpassen und ja mit dem Zoll im Prinzip Kontakt aufnehmen und sich die Zollgebühren dann im Zweifel zurückerstatten lassen. Und gerade deswegen, weil es so teuer ist und DCF weniger langlebig ist als Silpoli, macht es vielleicht für die meisten Leute Sinn, sich hier lieber die Silpoli-Variante zu holen. Macht Christine Thürmann zum Beispiel auch, weil sie das Zelt so viel benutzt und dann natürlich die Preis-Leistung viel höher ist. DCF ist stabil und robust und ja, dehnt sich auch nicht aus, wenn es irgendwie nass ist oder straff gepitcht wird, aber da es nur ein Laminat ist, wenn man damit schlecht umgeht, das heißt, es ist immer zusammenknüttelt, so wie ich das leider auch immer schlecht mache bei meinem Double Rainbow LI, dann kann es sein, dass es sich mit der Zeit so ein bisschen löst. Deswegen sollte man die DCF-Zelte eher immer zusammenrollen und einrollen. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der Boden aus Silpoli ist. Das sorgt auch übrigens für ein kleineres Packmaß im Rucksack. Wenn wir uns mal mein Zelt anschauen, ich zeige euch mal ein paar Stellen, die hier so leicht schon kaputt sind. Das könnt ihr vielleicht sehen. Das wird noch halten, aber hier wird es so ein bisschen porös im Prinzip und die oberste Schicht des DCFs löst sich langsam ab. Und ja, ich habe es, wie schon gesagt, 4 Jahre intensiv benutzt, deswegen auch hier. Man sieht es jetzt, wenn ich mal darauf achte, da ist schon einiges runter. Ich traue dem Ganzen aber immer noch, weil DCF einfach so robust ist. Ja, wenn man sich dann also darüber Gedanken macht, wie klein der Gewichtsunterschied eigentlich ist und wie groß der Preisunterschied und vielleicht der Haltbarkeitsunterschied auch ist, denn das Rainbow LI in der Silpoli-Variante wiegt knapp über 900 Gramm. Das heißt nochmal auf jeden Fall ein Drittel mehr als die DCF-Variante, kostet aber wie gesagt nur 300 Euro. Ja, das war die Kurzvorstellung zu den Zelten. Falls ihr noch Detailfragen habt, die ich wahrscheinlich nach 4 Jahren jetzt gut beantworten kann, könnt ihr mir sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde, wie gesagt, das Rainbow LI 1 jetzt weiterverwenden und freue mich auch auf zukünftige Upgrades gegebenenfalls. Aber ich glaube, es ist schon relativ perfekt. Also viel besser kann man es eigentlich nicht mehr machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.